Und damit gebe ich das Wort an seine Exzellenz Herrn Rau. Mr. President, Madam Herr Präsident, Frau Generalsekretärin, verehrte Botschafterinnen und Botschafter, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich zu Beginn betonen, wie sehr ich den fortlaufenden Dialog zwischen den Mitgliedsländern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und auch den Vereinten Nationen und ihren Mitgliedstaaten schätze. In Übereinstimmung mit Kapitel 8 der Charta der Vereinten Nationen wollen wir diese Zusammenarbeit ständig pflegen. Unsere beiden Organisationen verfolgen dasselbe Ziel, nämlich die Stärkung des Weltfriedens und der Sicherheit in der Welt. Wir wollen Respekt und Einhaltung der Menschenrechte, allgemeine Grundrechte schützen. Und wir wollen in diesem Sinne die Weltordnung verteidigen. Eine enge Zusammenarbeit ist heute noch wichtiger angesichts der Tatsache, dass die Grundsätze der UN-Charta und des Völkerrechts hier enorm verletzt werden. Ich spreche heute zu Ihnen mit einem Gefühl der Dringlichkeit und der moralischen Notwendigkeit. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die militärische Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine zu stoppen. Es ging hier immer um Dialog und Bewältigung von Konflikten sowie das Eindämmen militärischer Auseinandersetzungen. Wir wollen Konflikte vermeiden. Seit Beginn der Übernahme des Vorsitzes in Paris ist es mein persönliches Ziel gewesen, den Dialog, den Austausch zwischen Konfliktparteien zu ermöglichen und zu fördern. Wir leben derzeit in einem Umfeld wachsender Spannungen und es gibt gleichzeitig den Bedarf an Sicherheitsgarantien. Die Forderungen, die gestellt wurden, waren sehr deutlich. Die transatlantische Gemeinschaft ist für Russland weder Freund noch Feind. Auch kein Feind des russischen Volkes. Im Gegenteil, der Westen hat immer einen vernünftigen Rahmen für eine Zusammenarbeit mit Moskau bieten wollen. Trotz aller Vorbehalte haben wir es Russland möglich gemacht, auf der Ebene der OSZE über alle Bedenken angesichts der Sicherheit in Europa zu sprechen. Wir waren bereit, guten Glaubens über neue Bahnen der Zusammenarbeit zu sprechen und nachzudenken, unter der Bedingung, dass dies einen Beitrag leistet zur Stabilität und Sicherheit im Bereich der OSZE-Länder. Diese Initiative wurde begleitet durch den USA-Russland-Dialog und die Gespräche im NATO-Russland-Rat. Russland hatte eine große Bandbreite an Optionen, um sich friedfertig und diplomatisch mit seinen eigenen Sorgen und Forderungen zu äußern. Aber hier wurde nur Zeit geschunden. Der Truppenzusammenzug an der ukrainischen Grenze ging immer weiter und so gab es dann ernsthafte Zweifel an den wahren Absichten Russlands. Am Morgen des 24. Februar kam es zum Äußersten. Der schlimmste Fall wurde Realität. Ohne Provokation, ohne Rechtfertigung wurde hier geplant eine Aggression durchgeführt, nachdem wir alle doch gehofft hatten, der Horror des Krieges sei in Europa Vergangenheit. Die russische Seite rechtfertigt diese militärische Operation gegen einen souveränen und friedlichen Staat mit
ganz eigenen Begründungen, wodurch die Schlussakte von Helsinki und völkerrechtliche Grundlagen lächerlich gemacht werden. Hier haben wir ein strategisches und taktisches Verhalten beobachten können, das in keiner Weise dazu beigetragen hat, unnötige Todesfälle und Verluste zu vermeiden. Im Gegenteil, die Zivilbevölkerung und zivile Infrastrukturen werden hier gezielt angegriffen. Man versucht, den Kampfgeist des ukrainischen Volkes zu brechen. Das ist im höchsten Maße schändlich, bedauerlich und schon fast mit Terrorismus gleichzusetzen. Schulen, Krankenhäuser, Kindertagesstätten, sie werden gezielt angegriffen mit Waffen, die völkerrechtlich verboten sind. Frauen und Kinder werden getötet. Sie werden verwundet. Das Ganze ist entsetzlich. Nach den Genfer Konventionen und der humanitären Rechtsprechung ist so etwas gar nicht möglich. Aber zweifeln Sie nicht, die Völkergemeinschaft hat Mittel und Wege, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die solche Verbrechen begehen oder dazu beitragen. Man hat mir kürzlich von russischer Seite vorgeworfen, ich sei nicht unparteiisch in meinem Amt als Vorsitzender dieses Gremiums der OSZE. Auf diese Art von Anschuldigung habe ich nur eine Antwort: Unparteilichkeit und die Verletzung völkerrechtlicher Grundsätze, menschenrechtlicher Grundsätze gehen nicht Hand in Hand. Unparteilichkeit hört auf, wenn Anstand und Würde verletzt werden. Die Verbrecher werden letztlich bestraft. Und das Urteil ist dann die Antwort auf ihre Taten. Aber was wir tun, darf nicht beantwortet werden durch solche Gräueltaten. Wir können nicht stumm zusehen. Wir sollten uns erinnern an menschliche Grundsätze. Gleichgültigkeit nützt immer den Feinden, denn ein Aggressor hat einen Nutzen von Gleichgültigkeit der Dritten. Und politische Gefangenen ebenso wie geflüchtete Kinder oder Heimatlose können immer dann wieder einen kleinen Funken Hoffnung erleben, wenn diese Menschlichkeit weiter besteht und wenn wir unsere Menschlichkeit so definieren und schützen und unsere Mitmenschen nicht im Stich lassen. Russland mit Unterstützung des belarussischen Regimes hat entschieden, sich außerhalb der Grenzen und Parameter des Völkerrechts zu bewegen. Und leider ist es die russische Führung, die zu einer wachsenden Isolierung des Landes beiträgt, diese sogar provoziert. Das russische Volk wird immer mehr vom Rest der Welt abgeschottet. Die Völkergemeinschaft hat die russische Invasion zu Recht verurteilt und Moskau dazu aufgefordert, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Die Welt schaut hierbei nicht weg. Man kann kaum ignorieren, wenn 141 Länder in der UN-Vollversammlung Herrn Putin auffordern, diesen Krieg zu beenden. Wir haben auch nach Minsk ein starkes Signal gesendet, nicht an diesem grauenhaften und grausamen Unterfangen teilzuhaben. Es ist auch nicht im Interesse des belarussischen und russischen Volkes, sich so abzuschotten. Wir erwarten von Russland, dass internationale Verpflichtungen eingehalten werden
Jegliche nachhaltige politische Lösung muss jegliche Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine berücksichtigen im Rahmen der international anerkannten Grenzen. Die Tür für die Diplomatie ist nach wie vor offen. Wir rufen Russland dazu auf, sich an einem nachhaltigen, bedeutsamen Dialog zu beteiligen, um für diese aktuelle Krise eine friedliche Lösung zu finden. Herr Präsident, Exzellenzen, verehrte Botschafterinnen und Botschafter, die Aggression Russlands bedroht die OSZE in ihrem Kern. Die Nichteinhaltung der OSZE-Verpflichtungen und Vereinbarungen lässt uns zweifeln, nicht nur an der Zukunft unserer Organisation, sondern auch an der Stabilität. Der Ordnung, die sich auf bisherige Prinzipien ja stützt. Wenn einer der wichtigsten Beteiligten an einer solchen Organisation wie unserer wiederholt Gewalt anwendet, um politische und territoriale Grenzen zu verletzen, dann sehen wir hier eine Logik, die fundamental dem entgegensteht, was wir hier als gemeinsame Normen verabredet haben. Die OSZE ist nicht nur eine internationale Organisation, sondern sie ist auch eingebettet in die Prozesse multilateraler Diplomatie. Für über 50 Jahre friedfertiger Zusammenarbeit haben wir auch gemeinsame Sicherheit erlebt und bewahrt. Und angesichts des Charakters unserer Organisation glaube ich immer noch an Sie. Ich glaube, wir bieten das richtige Forum für Dialoge und friedfertige Lösungen im Fall von Konflikten. Die OSZE ist zu mehr geworden als nur einem Dialogforum zwischen Ost und West. Die OSZE hat schon einige Erfolge vorzuweisen. Und sie spielt eine stabilisierende Rolle in verschiedenen Regionen, zum Beispiel im westlichen Teil des Balkans und in Zentralasien. In meiner Eigenschaft als Vorsitzender werde ich Moldau, den südlichen Kaukasus und den westlichen Balkan und Zentralasien besuchen, um zu beweisen, dass die OSZE den beteiligten Staaten gegenüber eine Verpflichtung fühlt. Wir haben ein Erbe übernommen, das auch in der heutigen Welt noch relevant ist. Aber die Zukunft unserer Organisation hängt davon ab, wie wirkungsvoll es uns gelingt, die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und zwischen allen Beteiligten fortzuführen oder wieder möglich zu machen und damit zu einem Konsens zu gelangen, was Prioritäten angeht und den richtigen Modus operandi, um das Mandat der OSZE zu erfüllen. Ich muss gestehen, die Verletzung der Regeln und der Prinzipien der OSZE zwingt uns, einige Prozesse zu suspendieren und einiges zu verschieben, was eigentlich für den täglichen Betrieb von Bedeutung ist. Werden wir denn Fortschritte machen können, wenn es kein Vertrauen mehr gibt? Ich hoffe das. Aber dazu ist es nötig, guten Glauben zu empfinden
auf allen Seiten, dazu gehört auch Russland. Dasselbe gilt für den erneuerten Sicherheitsdialog in Europa, der in Paris erneut angestoßen wurde und der in einem solchen Spannungsfeld stattfindet, wobei alle beteiligten Länder Vertrauen, Transparenz und Zuversicht einbringen müssen. Aber leider hat sich Russland für den Weg der Zerstörung entschieden, was den Umgang mit den eigenen Bedenken und Ängsten angeht. Die Situation ist verändert. Vor Ort verändert sie sich ständig weiter und das wird sicherlich einen großen Einfluss haben auf unsere zukünftigen Sonderbeobachtungsmissionen, speziell die Feldmission in der Ukraine. 8 Jahre einer solchen Mission haben uns mit vielen genauen Kenntnissen versorgt und dieses Potenzial wird hoffentlich in Zukunft nutzbringend eingesetzt werden können. Ich hoffe, dass alle an der Feldmission Beteiligten und alle, die das Projekt in der Ukraine koordiniert haben, mit ihrer sehr wichtigen Arbeit weitermachen können. Während Polen den Vorsitz innehat, werden wir dafür sorgen, dass es Bestrebungen gibt, die Ziele der OSZE weiter voranzutreiben. Wir wollen unsere grundlegenden Arbeitsvoraussetzungen nicht ändern. Grundlegend gehen wir immer davon aus, dass alle Mitgliedstaaten sich einbringen, aber wir müssen auch effektiv arbeiten können als Organisation und das heißt, wir brauchen dann auch die Möglichkeit, mit Mehrheiten zu arbeiten, um einzelne Beteiligte, die Unterstützung brauchen, auch unterstützen zu können. Im Moment ist sehr viel Aufmerksamkeit auf das Schicksal der Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten gerichtet. Wir werden weiterhin mit allen Seiten sprechen, die an Konflikten beteiligt sind, um das humanitäre Recht und die Zivilbevölkerung zu schützen. Wir sind bereit zu einer engen Zusammenarbeit mit humanitären Organisationen, um die notwendige Hilfe zu erbringen. Dazu gehört auch die Einrichtung wirkungsvoller Fluchtrouten für die Zivilbevölkerung. Immer wenn humanitäre Grundrechte verletzt werden, müssen wir bereit sein, zügig darauf zu reagieren. Und deswegen sind wir froh über die Entscheidung des Ständigen Rates vom 3. März, den Moskauer Mechanismus umzusetzen und eine unabhängige Fachgruppe einzurichten, die die Verletzung der Menschenrechte und der humanitären Regelungen in der Ukraine untersucht. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass die OSZE starke und wirkungsvolle Führungsfiguren braucht, und zwar jetzt mehr denn je. Die dramatischen Ereignisse in der Ukraine haben uns die Augen geöffnet. Wir müssen unser Engagement, was die OSZE-Prinzipien angeht, erneuern und verstärken. Es ist richtig, dass die OSZE sich als Ergebnis dieser aktuellen Lage weiterentwickelt. Mit dem 50. Jubiläum der Schlussanke von Helsinki kann vielleicht auch eine neue Lösungsfindung einhergehen im Falle einer solchen tiefgehenden bilateralen Krise. Frieden und Sicherheit, Freiheit und Demokratie darf man nie als selbstverständlich ansehen. Wir haben diese Lektion lernen müssen und es war eine harte Lektion.
Aber es stimmt auch, dass die, die sich für den militärischen Weg entscheiden, sehr wenig dafür bekommen. Die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden, zwischen Leben und Zerstörung, sollte immer damit zusammenhängen, dass wir über unsere eigenen narzisstischen Instinkte hinaus denken. Welche Alternative haben wir denn? Smoldering ashes of Kiev, Kharkiv. In Kiew, in Kharkiv, in Mariupol liegt alles in Schutt und Asche. Tausende Unschuldige haben ihr Leben gelassen. Aber das erinnert uns auch an den hohen Preis, den wir zahlen, wenn wir gleichgültig bleiben angesichts roher Gewalt. Daher ist es höchste Zeit für die Völkergemeinschaft, für die Vereinten Nationen, wie auch für die OSZE, unsere Bemühungen zu verstärken, Frieden wiederherzustellen und zurückzukehren zu unseren Grundsätzen und Werten. Die Integrität des Völkerrechts und die Stabilität der Weltordnung stehen auf dem Spiel. Achtsam und im Bewusstsein der großen Herausforderungen, die wir vor uns haben, sollten wir zusammenarbeiten, so wirkungsvoll wie möglich, um Menschenleben zu retten und weitere Konflikte zu vermeiden. Vielen Dank.